Boah, das ist überhaupt nicht möglich. Ich glaube, jetzt wird er total verrückt. Stellt euch mal vor, der Sven will Barracudas züchten. Ja, Sven, jetzt mal ganz im Ernst. Du wolltest Barracudas züchten? Du hast dir ein Zuchtpaar gekauft, habe ich gehört. Naja. Aber kann man die Babys denn unterscheiden schon? Nee, das nicht. Und ist auch wahrscheinlich kein Zuchtpaar. Züchten geht bei denen auch leider gar nicht. Weil ja, muss ja. Das sind Freileicher. Ja, aber irgendeiner hat die auf die Welt gebracht und die kriegen auch Junge. Und ja klar, nur dass die halt Freileicher sind und im offenen Meer dann quasi ein Larvenstadion haben. Also die hat noch keiner nachgezogen. Ja, einer muss ja den Anfang machen. Ja, wahrscheinlich irgendwelche Und die Kollegen Zoos. Haben gesagt, gehen wir dann Sven, der züchtet Barracudas. Ja, weil wir zwei Babys da haben. Ja, wer weiß, wie das fängt immer so an mit Babys. Ja, nur die werden ja verdammt groß. Also irgendwelche Zoos können das vielleicht doch schaffen, aber... Ich dachte, das wären schon die zwei Ersten, die ihr großgezogen hast, dass sie von zu Hause Meine Babys. Ja, deine Babys. Ja. Hast du denen Fläschchen gegeben oder sind die an der Brust groß geworden? Ich glaube, die fressen eher die Brust. Aha. Das sind ja Fleischfresser. Ach, ne? Deshalb hast du keine. Genau. Das hätte ja gut sein. Normalerweise. Ist das hier eigentlich jugendfrei? Nee. Weiß ich nicht. Nee. Nee. Was macht man denn mit Barracudas im Aquarium? Sind das nicht die Killer? Sind die nicht noch verrufener als Piranhas? Sogar als Haie. Da, wo die vorkommen, werden die meistens sogar gefürchteter als Haiangriffe. Weil die sind halt verdammt schnell. Und so ein Taucher, wenn der irgendwie so eine glitzernde Uhr anhat oder so, da ist der halt ruckzuck mal mit 40 km/h, zack, und will sich die Uhr holen. Unter Wasser mit 40 km/h. Das ist schon Wahnsinn, ne? Ja, da heißt dann, wäre die Rolex weg oder was? Ja, oder ein Teil vom Arm. Beißen die Knochen durch? Also so ein großer Barracuda, den Knochen, also bis auf den Knochen garantiert. Aber die haben doch so eine lange Schnauze wie so ein Hecht. Ja. Da ist doch der Piranha eigentlich im Vorteil. Der kann doch richtig schön abknabbern und der nimmt nur die großen Stücke oder was? Im Vergleich zu so einem Piranha, wenn man sich jetzt vorstellt, der kann 2 Meter und 50 Kilo, was der ein riesengroßes Maul hat. Und der Piranha, ja gut, ich meine... 2 Meter und 50 Kilo. So der große Barracuda kriegt die Größe, ja. Und in welchem Aquarium hast du die zu Hause, wenn du jetzt jung hast? Nee, ich darf nicht. Ich darf nicht? Nee, Barracuda sind raus. Das schreibt ihr mal in euren Kommentaren. Wollt ihr auch immer Tiere zu Hause haben und ihr dürft nicht? Wer verbietet euch das denn? Ich darf keine Barracudas haben. Das ist ein Ding, oder? Ja, das verstehe ich ja gar nicht. Das ist ja ein bisschen kleinlich, ne? Ja. Wie groß muss denn das Aquarium sein? Zwei Meter wird der Fisch. Was bräuchten wir denn da so an Aquarium? Ich glaube, können wir da noch von Aquarium reden oder eher von so... Ich wollte mir im Garten Swimmingpool bauen. Da wäre das vielleicht gar nicht gut, aber dann müssten die zwischendurch, wenn ich schwimmen gehen, dann sonst ist das hier alle mit den Videos. Ohne Uhr schwimmen gehen. Ohne Uhr. Nichts Blinkendes. Dann lade ich mal ein paar Freunde ein, die sagen nichts Blinkendes. Aber es ist auch ein sehr, sehr beliebter Speisefisch. Ne? Das heißt, von Anglern habe ich das früher schon öfter gehört, dass die gerne... Ja, so Barracuda soll wohl richtig gut schmecken. Ne? Der wird auch richtig an der Angel abgehen, aber wir haben den ja hier jetzt als Aquariumfisch. Was mache ich denn damit? Wer kauft denn so einen Barracuda? Zoos. Ne? Wir verkaufen ja auch ab und zu mal irgendwelche größeren Krokodile oder so an Zoos und zoologische Gärten. Und für die ist sowas natürlich interessant. Ne? Für einen Privaten, wenn er eine Menge Platz hat. Aber jetzt mal Freileicher. Man züchtet da heute schon viele Freileicher. Ja. Kaiserfische, Falterfische, Doktor sind da auch alles Freileicher. Züchtet man da auch. Dann kann man den doch theoretisch. Prinzipiell denke ich schon, dass das machbar ist, aber das Interesse ist wahrscheinlich nicht so hoch. So ein toller Doktorfisch oder so ein toller Kaiser, den wollen viele im Aquarium haben. Aber so ein Barracuda, da gibt es, glaube ich, mehr Frauen, die den verbieten. Ja. Ja. Das kann natürlich sein. Aquarium müsste ja auch bestimmt 10 Meter lang sein. R20 Meter. Wahrscheinlich schon, ja. Weiß ich nicht, Haltungsrichtlinien gibt es da nicht. Wir haben in Deutschland immer für alles Haltungsrichtlinien, wie man was halten muss. Für Barracudas habe ich da nichts gefunden. Da müsste mal unser Gesetzgeber wirklich mal dran arbeiten, dass es mal ordentliche Haltungsbedingungen gibt für Barracudas. Dann hätten die mal was zu tun. Ja gut, dann ist das eigentlich ein Fisch, den wir gar nicht hier im Zoogeschäft so normal verkaufen können. Da müssen wir wirklich auf den Zoo, einen Tierpark warten oder... Genau. Oder hast du da schon einen im Auge, der den haben will? Es gibt verschiedene Zoos, die Barracudas halten, in so einem Haibecken mit zusammen oder so. Aber ich habe da jetzt noch keinen, der gesagt hat, mir fehlen gerade 2 Barracudas. Aber du kaufst dir einen Verein, da weißt du, du findest da einen Grund dafür. Bestimmt. Also keine Angst, die werden nicht so groß. Ihr könnt, wenn ihr uns besuchen kommt, nicht 2 Meter Barracudas sehen.
Oder wenn wir den irgendeinen großen Becken haben und der Sven ist nicht da, dann fragt nicht danach. Ja, ich habe gehört von Barracudas. Alle kennen nur Barracuda. So wie alle nur Piranha kennen. Aber da gibt es ja auch viele Unterarten. Barracudas soll 26 Unterarten geben. Ja. Und die kleinsten sollen sogar nur 12, 15 Zentimeter werden. Das wäre natürlich toll, aber die habe ich tatsächlich noch nie irgendwie, dass die einer anbietet oder so. So was könnte man ja dann als reines Barracuda-Becken. Tolles Raubfischbecken, auf jeden Fall. Als Raubfischbecken könnte man sowas ja halt. Ja, und dann könnte man ja gefrorene Fische, das kann man ja wieder auftauen und verfüttern. Ich denke mal, die werden auch relativ schnell am Tod gehen. Fressen die nicht in der Natur sowieso Aas auch? Nee, das sind richtige Räuber. Also die brauchen den Bewegungsreiz. Da müssen wir mal mit unseren ausprobieren, ob die auch an gefrorene Fische drangehen. Also das haben wir noch nicht ausprobiert. Ja, dann mach das doch mal. Wir sind alle interessiert, ne? Ich habe da mal was vorbereitet. Der Sven lacht immer noch. Den Eintopf immer noch an den 2 Meter Barracuda, der hier schwimmt. Und der Sven treibt dann hier so als Fischköttel durchs Aquarium. Möchtest du? Nee, ich habe heute keinen Appetit. Nee, die Barracudas füttern. Nee, mach mal. Ja? Du, die, ja nicht mit der Pinzette, mit dem Finger, hätte ich ja gesagt. So. Ja. Interesse war schon da. Geguckt hat er. Ja. Ich glaube, das wird was. Boah, aber Hammer. Boah. Also das mit der nur Lebendfutter, das ist dann schon mal, können wir alle aus den Lehrbüchern streichen. Da schwamm sogar der toten Beute nach und guckt schon wieder. Er hat sich jetzt erstmal nur das Filet rausgebissen. Vielleicht sollten wir mal mit lebenden Garnelen sehen, dann sehen wir ja, ob da ein größerer Fressreiz ist. Habe ich natürlich auch schon mal vorbereitet. Ja, gut, dass wir den Sven haben. Ne? Aha. Ja, hat er genommen? Nee, er hatte nur geguckt, aber interessiert ist er. Wenn man mal darauf achtet, die Augen bewegen sich gar nicht. Der guckt ganz starr oder ganz wenig bewegen sich zumindest die Augen. Also ich denke mal, die stehen also wirklich auch in der Natur immer im strömungsreichen Wasser. Eigentlich genau so ähnlich, wie der da hinten steht. Also immer gegen den Wind. Und warten, was da passendes fürs Maul vorbeikommt, um die Brotzeit zu genießen. Da ist die Garnele weg. Bist du weg? Ja. Ja, Sven, da haben wir wieder was gelernt. Ich würde sagen, wir machen einen Haltungscheck. Ja, wobei halten normal im Aquarium ist eigentlich nicht machbar. Dann machen wir heute den Haltungsschreck. Den Haltungsschreck. Den Haltungsschreck. Ja. Also Barracudas werden bis 2 Meter groß, 50 Kilo schwer. Mindestbeckengröße, ich sag mal, für Jungtiere würde ich sagen, ab 1000 Liter. Nachher natürlich dementsprechend viel größer. Ja, kann man eigentlich kaum betiteln. Alter wird gar nicht beschrieben irgendwo. Ich denke aber mal, 10 Jahre ist gar kein Thema. Wahrscheinlich auch 15 Jahre. Nur, das sind ja Killer unter sich. Da frisst auch mal einer den Kollegen. In der Natur wären die meisten nicht so alt. Das sind Freileicher, das heißt, die treffen sich in der Natur in größeren Schwärmen und laichen dann zusammen ab, geben halt Spermien und Eier ab. Über Geschlechtsreife ist so auch nicht viel bekannt, weil die ja eigentlich immer im offenen Meer schwimmen. Aber ich denke mal, nach einem Jahr können schon die jungen Barracudas erste Mal ein paar Eier legen. Die Tiere haben ein sehr großes Verbreitungsgebiet und also überwiegend im subtropischen Bereich und benötigen dann haben auch eine große Temperaturrange von, ich sag mal, 24 bis 27 Grad. Als Freileicher machen die natürlich überhaupt keine Brutpflege. Die Tiere fressen in der Natur fast nur lebend. Wir haben gerade gesehen, der ging auch am toten Fisch, der so rumtreibt, nicht so gerne wie an den Garnelen. Geht er auch dran, aber besser wäre natürlich Lebendfutter. Die jungen Barracudas halten sich vorzugsweise in Mangroven auf, wo sie dann den Schutz der Mangroven genießen, bis ins Brackwasser hinein, während die erwachsenen Tiere hauptsächlich Freiwasserbewohner, also wirklich im offenen Meer unterwegs sind. Es soll davon 26 Arten geben und die kleinsten werden nur 15 cm, die größten bis 2 Meter. Aber eben die kleinen sind eben noch nicht im Handel zur Verfügung. Vielleicht ja irgendwann. Vielleicht irgendwann. Ich habe sie noch nie gesehen. Übrigens, was ihr noch beachten müsst, wenn ihr die im Aquarium habt, legt eine Scheibe oben drauf. Die schwimmen bis 40 Stundenkilometer schnell. Wenn die rausspringen, im Wohnzimmer aus dem Aquarium, fliegen die bis in der Küche. Da sollen die ja eigentlich nicht hin. Ich glaube,
Wir haben jetzt alles Mögliche erzählt, was es über Barracudas gibt. Sven, den musst du einfach züchten. Ich freue mich drauf. Ja. Sven mit den 2 Meter großen Barracuda. Eine tolle Sendung. Ohne den Sven wird die dann sein. Aber egal, ich bin gespannt. Tschüss, wir sehen uns.